Herzlich willkommen an der Alice-Salomon-Hochschule, auch wenn Sie jetzt hier nicht sind. Ich bin in unserem Audimax und mein Name ist Bettina Völter. Ich bin Direktorin der Hochschule und begrüße Sie ganz, ganz herzlich zum ersten Semester, zum Studienstart an unserer Hochschule. Es ist ja klar, dass wir gerne zusammen beginnen würden und dass wir natürlich darauf setzen, dass Lernprozesse gemeinschaftlich organisierte Prozesse sind, dass sie von Austausch geprägt sind, von Solidarität, von einfach zusammen diskutieren, Köpfe zusammenstecken. Und ja, leider ist das natürlich uns jetzt nicht vergönnt, so zu starten. Ich hoffe aber, dass sich im Laufe des Semesters die Bedingungen möglicherweise etwas ändern und dass wir auch für Sie als Erstsemester doch besondere Räume schaffen können, in denen Sie dann doch mal präsent an der Hochschule lernen können. Wir haben ein besonderes Leitbild, das finden Sie, wenn Sie mal an die Hochschule kommen, auch bei uns in den Fluren. Sie finden es natürlich auch auf der Webseite. Da geht es darum, dass wir Studierende in den Mittelpunkt stellen, versuchen, ein hochqualifiziertes Lehrangebot zu schaffen, dass wir sehr praxisnah unsere Studiengänge organisieren, dass wir Menschenrechte, Menschenwürde, Nachhaltigkeit, Gesundheit, gesunde Hochschule pflegen wollen. Auch dieses Leitbild, das wir immer wieder versuchen umzusetzen, dazu gehört im Übrigen auch Diversity, Vielfalt unserer Hochschule, ist natürlich durch die aktuellen Bedingungen etwas hürdenreicher umzusetzen, als es normalerweise ist. Es entstehen natürlich neue Hürden durch die digitalen Medien, durch das sich nicht kennenlernen können. Und ich kann nur hoffen, dass es für Sie jetzt möglich ist, doch durch verschiedene Erfahrungen, die wir bereits gesammelt haben, die Lehrenden Ihnen auch vermitteln können, einen Zugang zu finden, Freunde und Freundinnen zu finden, Kommilitoninnen und Kommilitonen zu finden, mit denen Sie sich austauschen können und eben vielleicht doch mit der nötigen Vielfalt, mit den Besonderheiten, die Sie mitbringen, hier einen guten Studienstart haben. Ich kann ein paar Tipps geben. Also ich denke, es ist immer möglich, in Seminaren sogenannte Breakout-Sessions zu machen, also in Kleingruppen trotzdem zu lernen, sich zusammenzutun, um dann wieder ins Plenum zu kommen. Das hat sich wohl sehr bewährt. Ich kann auch empfehlen, sich zu Spaziergängen zu verabreden, möglicherweise zu zweit, vielleicht auch mal zu dritt. Auch mit den Lehrenden scheint das eine Möglichkeit zu sein, zum Beispiel mal eine Hausarbeit zu besprechen auf einer Parkbank in Distanz. Natürlich sind wir im Moment gehalten, möglichst wenig Wege außerhalb zurückzulegen, um einfach auch gesellschaftlich dafür zu sorgen, dass die Pandemie zur Ruhe kommt. Dennoch, denke ich, sind vereinzelt natürlich diese Begegnungen unter Hygienebedingungen auch möglich. Bewährt hat sich auch gemeinsames Frühstücken vor den Seminaren, dass Sie sich einfach verabreden und sagen, wir öffnen unseren Webraum sozusagen, indem wir uns zu einer Tasse Tee, Kaffee oder Kakao oder wie auch immer zusammensetzen und schon mal ein bisschen klönen. Und dann geht das Seminar los, vielleicht auch schon die eine oder andere Vorbereitungsdiskussion haben. Oder sich am Abend zusammensetzen, natürlich immer digital, um vielleicht das eine oder andere auch mal persönlich privat auszutauschen. Wir haben im letzten Semester eine digitale Tanzfete organisiert zum Abschluss des Semesters. Ich hoffe, das machen wir wieder und ich hoffe, Sie sind dabei. Wir haben natürlich immer das große Interesse, Sie kennenzulernen mit Ihren Bedürfnissen, gerade wenn Sie jetzt neu im Semester starten. Wir kennen Sie noch nicht, Sie bringen neue Impulse an die Hochschule. Wäre es für uns sehr schön, wenn Sie alle, möglichst viele, an unseren Befragungen teilnehmen. Also wir haben in diesem Semester eine große studentische Befragung vor. Wir haben ein studentisches Gesundheitsprojekt, Gesundheitsmanagement heißt das in der Fachsprache, gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse. Und wir möchten eine große quantitative Befragung zu den Studienbedingungen machen, insbesondere mit Fokus auf Gesundheit, psychischer Gesundheit, Wohlbefinden und auch zu Bedingungen in der Lehre,
zu Möglichkeiten, Diversity und antidiskriminierende Aspekte hier an der Hochschule zu leben und einfach ja, besondere Möglichkeiten zu haben, hier, dass viele Personen mit ihren Besonderheiten sich hier entfalten können. Und dafür würden wir gerne eine Befragung machen, die machen wir auch, und wir hätten gerne natürlich, dass Sie daran teilnehmen, damit wir erfahren können, was erleben Sie hier, wo sehen Sie Einschränkungen, wo sehen Sie Verbesserungsbedarf, und die Personen unter Ihnen, die Lust hätten, an diesem studentischen Gesundheitsmanagement mitzumachen, wir haben da einen Steuerkreis, Sie können sich gerne bewerben über den AStA oder die Studierenden in unserem Akademischen Senat und aktiv auch diesen Prozess gestalten. Das würde uns auch sehr, sehr freuen. Hier regelmäßig haben wir Lehrveranstaltungsevaluationen. Auch dort können Sie also nach einem Semester einschätzen, wie war jetzt das Seminar, habe ich mich gut beteiligen können, wie habe ich sozusagen den Austausch untereinander, die Vorbereitung empfunden und vieles mehr. Auch da kann ich nur ermutigen und motivieren, immer wieder die Stimme zu erheben, teilzunehmen, mitzumachen, sodass wir wirklich auch Ihr Feedback jederzeit immer wieder bekommen und darauf reagieren können. Wichtig ist, denke ich, dass Sie unter diesen aktuellen Bedingungen gut für sich selbst sorgen, dass Sie Bewegung sich gönnen, dass Sie sich gut ernähren, dass Sie immer wieder auch aufstehen während dieser anspruchsvollen Lehrsituation und Lernsituation, wo Sie viel sitzen, am Computer sitzen werden. Und ich möchte gerne Ihnen eine kleine Übung zeigen, die Sie jederzeit machen können. Es ist eine Übung für die Augen. Und ich lade Sie dazu ein, jetzt nachdem Sie mir schon so lange zugehört haben und auf den Bildschirm fixiert waren, einfach mal die Augen zu bedecken, sodass Sie unter den Händen einen Augenblick Ihre Augen entspannen können. Und mal schauen, ob das gelingt. Man kann auch die Augen sozusagen tanzen lassen in verschiedenste Richtungen. Einfach mal freilassen, dass sie nicht gehalten sind sozusagen, sondern in ganz unterschiedliche Richtungen wandern können. Und dann können Sie mal die Augen wieder geschlossen halten, wenn Sie mögen, und mal ganz vorsichtig mit den Daumen in dem Fall die Augäpfel nach oben mit befördern, nach oben schauen, soweit es geht, und ein bisschen nachhelfen. Mit den Daumen natürlich nur ganz, ganz sanft ein bisschen halten. Also normalerweise kann man 2,5 Minuten halten, dann hat das einen besonders nachhaltigen Effekt, aber das werden wir uns hier jetzt nicht gönnen. Dann nochmal die Augen nach unten drehen, ganz auf den Boden schauen intensiv und durch leichten, sanften Druck etwas nachhelfen, dann die Augen nach links drehen, ganz extrem, soweit es geht, in die Dehnung gehen und entsprechend nach rechts noch einmal zum Abschluss, soweit es geht, das Atmen nicht vergessen, einfach in diese deutliche Dehnung gehen und abschließend können Sie nochmal nach oben, nach unten, nach links, nach rechts die Augen wenden, vielleicht ein paar Grimassen ziehen, sodass Sie Ihr Gesicht nochmal lebendiger machen. Und schon ist die Übung zu Ende und ich kann Ihnen nur empfehlen, immer wieder diese Mini-Übungen einzubauen in diesen Alltag, wo wir alle sehr, sehr viel sitzen und einfach unsere Bewegung extrem einschränken, viel zu Verspannungen uns selbst sozusagen führen, indem wir einfach sehr konzentriert auf einen Bildschirm schauen und uns manchmal vielleicht vergessen könnten. Aber ich hoffe jetzt, dass Sie vielleicht sich ab und zu mal dran erinnern zwischendrin. Ja, wir haben eine Hochschule, die üblicherweise sehr, sehr lebendig ist. Die ist auch digital lebendig, Sie werden es mitkriegen. Wir versuchen natürlich durch Events, durch Veranstaltungen
trotz digitaler Zusammenkünfte und Einschränkungen versuchen wir auch diese Lebendigkeit unserer Hochschulgemeinschaft zu erhalten. Wir werden im Juni eine Besonderheit haben, nämlich die zweite Fokuswoche. Wir hatten vor Jahren eine, das war 2016, als viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, haben wir mal eine Semesterwoche genutzt, um verschiedenste Veranstaltungen zu machen zu diesem Thema Flucht, Migration, Exil, Erfahrung, diskriminierungsfreie Ankunft, Versuche zu unterstützen, als Hochschule auch. Diesmal werden unsere Interessen gerichtet sein auf die Frage, was passiert eigentlich mit uns in der Pandemie? Was passiert mit einer Bildungseinrichtung, einer Hochschule, einer Hochschulgemeinschaft, die unter Pandemiebedingungen arbeitet, die plötzlich das Digitale massiv für sich entdeckt hat? Natürlich genau mit den ganzen Themen, die ich schon genannt hatte, die auch vielleicht auch problematisch sind, herausfordernd sind und möglicherweise auch mit den Vorzügen. Mehr Flexibilität zum Beispiel. Was passiert eigentlich mit dem Bildungsbegriff? Wie verstehen wir Hochschulbildung unter diesen jetzigen Bedingungen? Wie lässt sich gesund studieren? Wie lässt sich diskriminierungsfrei studieren, lernen und lernen und arbeiten? Diese ganzen Fragen werden wir in der Fokuswoche in der ersten Juniwoche bewegen. Und dazu sind Sie ganz herzlich eingeladen. Am Mittwoch in dieser Woche wird es einen Hochschultag geben, der sich mit dem Thema Leitbild Lehre beschäftigen wird. Auch hier Ihre Meinung gefragt, Ihr Input gefragt, nämlich welches Leitbild wollen wir uns geben? Wie wollen wir Lehre verstehen hier ganz grundsätzlich und natürlich auch praktisch? Wir haben auf die Covid-Situation so reagiert, dass 14 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch eine Stellungnahme verfasst haben, um zu markieren, was bedeutet das eigentlich für unsere Fächer, die wir hier in der Hochschule pflegen, wenn es so eine Pandemiesituation gibt. Also was bedeutet das für den Kinderschutz? Was bedeutet das für alte Menschen? Was bedeutet das in der Gesellschaft insgesamt für Gesundheitsfragen und auch für Fragen der Gemeinschaft, der Kommunikation, rechtliche Fragen, für vulnerable Gruppen in unserer Gesellschaft, jetzt nicht nur der Blick gerichtet auf uns als Hochschule, sondern in die Gesellschaft hinein. Was können wir als Expertise beitragen? Es gibt auch mehrere Professorinnen und Professoren, die sich zur Pflege, zur Kindheitspädagogik, zur sozialen Arbeit geäußert haben unter diesen Pandemiebedingungen. All das finden Sie auf unserer Website. Wir haben ja eine Website, die speziell auch nochmal auf Covid- und Sagefächer ausgerichtet ist. Ich kann Sie nur einladen, sich dort zu informieren, Ihre Hochschule auf diesem Wege kennenzulernen und sicher auch die eine oder andere Person kennenzulernen, auf die Sie dann aufmerksam werden. Unsere Hochschule ist sehr traditionsreich. Sie ist nämlich 113 Jahre alt. Also Ali Salomon, unsere Gründerin, hat den Vorläufer unserer Hochschule, die Soziale Frauenschule, 2008 gegründet. Und gleichwohl ist unsere Hochschule 50 Jahre alt als Fachhochschule. Also damals war es noch eine Schule, 1908. Und inzwischen sind wir ja eine Fachhochschule, und zwar seit 50 Jahren. Alle ProfessorInnen und ein paar MitarbeiterInnen schreiben gerade an einem Buch, also viele der ProfessorInnen, alle waren eingeladen, aber viele haben sich jetzt auch beteiligt. Und wir versuchen gerade aus verschiedensten Aspekten unsere Hochschule darzustellen, sei es unter dem Aspekt der Professionalisierung unserer Disziplinen, sei es unter dem Aspekt des Transfers, was für Aktivitäten entfalten wir außerhalb der Hochschule, wie steht es mit der wissenschaftlichen Qualifikation, wir wollen das Promotionsrecht erstreiten, es gibt gerade eine große Diskussion um das Berliner Hochschulgesetz, da sind wir aktiv auch, weil wir denken, genau unsere Fächerkombinationen und unser Nachwuchs sollte die Möglichkeit haben, zu promovieren, sich weiter zu qualifizieren in der Wissenschaft. Und andere Themen werden in diesem Buch behandelt werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann ab September ein solches Buch auch erwerben und bekommen und lesen und sich sozusagen auch auf diesem Wege dann mit unserer Hochschule identifizieren.
Es gibt zu diesen 50 Jahren auch eine Berliner Fachhochschulkampagne von allen Fachhochschulen, die 50 werden. Die heißt 50 Jahre, 50 Köpfe. Auch hier werden verschiedenste Mitglieder unserer Hochschule vorgestellt, exemplarisch stehend für andere. Und auch hier können Sie Persönlichkeiten unserer Hochschule dann kennenlernen. Selbstverständlich, jetzt habe ich sozusagen Highlights dieses Jahres schon mal deutlich gemacht. Sie können selbstverständlich auch ganz routinehaft und sozusagen auch als Experimentierraum in unseren Gremien mitwirken. Sei es in den studentischen Gremien sowieso, sei es aber auch im Akademischen Senat, sei es im Kuratorium, in den anderen Gremien unserer Hochschule, in der Kommission Barrierefreiheit, in der Diversity-Kommission und vielen anderen Kommissionen und AGs. Studentische Mitarbeit ist immer sehr, sehr gewünscht, über alle Fächer hinweg. Ich kann nur dazu einladen, Sie lernen sehr viel, Sie lernen insbesondere andere Mitglieder auch kennen, unsere Hochschule jetzt nicht nur aus der Studierendenschaft, sondern aus der Verwaltung, aus der Professorinnenschaft, von den akademischen MitarbeiterInnen. Also das sind immer spannende Möglichkeiten und Prozesse und vor allem haben Sie dort dann auch eine Stimme. Sie können mitdiskutieren und mitsprechen und sich einfach einbringen. So, jetzt habe ich wieder sehr lange geredet, jetzt kommt wieder ein kleiner Break. Bitte drehen Sie sich einfach mal um, wenn Sie mögen natürlich, Sie können das auch im Sitzen machen. Und gucken mal sozusagen, wenn ich jetzt mal hier so nachspüre, ich habe hinter mir den Bildschirm, so habe ich da hinten auch Augen, so ungefähr, ja? Spüre ich nach hinten, kann ich nach hinten in meinen Rücken hineinspüren, was merke ich, wenn ich hier so stehe? Und Sie atmen ruhig weiter gerne. Und gehen mal etwas in sich. Sie können die Augen offen lassen, dann einfach gucken, was sehe ich da, wenn ich diesen Blick einnehme. Sie können die Augen aber auch schließen und nach innen spüren mehr. Und gerne auch mal kurz in die Füße spüren, sozusagen. Wie stehen die Füße auf dem Boden? Wie sind sie irgendwo vielleicht aufgestellt auf einem Stuhl oder auf einem Hocker, wie auch immer Sie sich da platzieren. Ja, und mit dieser kleinen anderen Erfahrung können Sie gerne sich wieder umdrehen, zurückkommen in die Frontsituation sozusagen und wieder gucken. Und was sehe ich jetzt? Nämlich den Bildschirm mit vielen Gesichtern oder auch mit vielen schwarzen Kacheln. Je nachdem, ich weiß jetzt Ihre Situation natürlich nicht, wie Sie gerade diese Erstsemesterbegrüßung erleben. Ja, mir ist noch nicht sozusagen, ich hatte noch keine Gelegenheit oder ich habe es noch nicht gemacht, Ihnen zum Studienplatz zu gratulieren, zum Studienstart. Ich denke, es ist etwas Besonderes. Wir haben ja zum Teil NCs, es ist nicht ganz einfach, hier einen Studienplatz zu bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe und ich glaube, Sie haben eine sehr, sehr gute Wahl getroffen für sich und werden auch Spaß haben, eines der Fächer aus den Bereichen soziale Arbeit, Erziehung und Bildung und Gesundheit, beziehungsweise wir sagen ja SAGE-Fächer, das heißt soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung, SAGE, zu studieren. Der SAGE-Begriff bedeutet vieles. Er heißt nämlich zum einen, es geht immer um Care-Berufe. Es geht um Berufe, die sozusagen Menschen unterstützen, dafür sorgen, dass Menschen wieder auf die Beine kommen, zurechtkommen in der Gesellschaft. Und zwar Menschen nicht als Individuen nur, sondern auch immer eingebettet in soziale Kontexte, in Familienkontexte, in rechtliche, politische, soziale Kontexte. Insofern sind unsere Fächer immer auch ein Weitblick in die Gesellschaft hinein, immer getragen auch von ethischen und Werteprinzipien, die umzusetzen sind, auch in der Berufswelt. Und das macht, glaube ich, das Spannende auch an diesen Fächern aus. Es sind allesamt Fächer, die von Professionalisierung noch geprägt sind. Das heißt, wir sind da noch nicht am Ende. Wir können immer noch weiter sozusagen auch die Rechte der
Beruflichkeit erwerben, bessere Bezahlung. Wir können auch Qualitätssteigerung entwickeln an den Arbeitsplätzen und das eben natürlich immer im Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Praxis. Die Fächer sind immer noch nicht voll akademisiert. Es gibt noch kein Promotionsrecht. Es gibt immer noch nicht hinreichend Forschungsmittel, sodass wirklich die Grundfragen der Gesellschaft auch gut erforscht werden können. Also es ist immer noch Bedarf, sozusagen ein differenziertes Angebot, Lehrangebot im Sagebereich auf wissenschaftlichem Niveau zu tätigen. Wir haben jetzt gerade 2 Studiengänge entwickelt und an den Start gebracht im Wintersemester, einen Pflegestudiengang und den Studiengang Interprofessionelle Gesundheitsversorgung online. Und ja, und so wird es auch weitergehen. In diesem Jahr startet unser Master Soziale Arbeit, Kritische Diversity und Community Studies. Auch im Masterbereich sind wir weiter aktiv. Also Sie sehen, die Vielfalt der Angebote wird erweitert und auch das gehört zur Akademisierung. Wir haben anspruchsvolle Fächer hier. Das heißt, Sie denken immer an den ganzen Menschen. Sie müssen immer die Kontexte mit auch kennenlernen, Rechtsfragen, medizinische Fragen, also Gesundheitsfragen und ja, institutionelle Fragen stellen. Das heißt, das ist anspruchsvoll. Es ist auch anspruchsvoll, sozusagen Menschenrechtsfragen, Fragen der Daseinsvorsorge, politische Fragen mit zu bewegen, sowohl im Studium als auch nachher in der Praxis. Allesamt sind diese Fächer angewandte Fächer, das heißt, das, was hier gelernt wird, ist immer auch praxisbezogen. Es geht immer darum, wie kann ich es ganz konkret dann in der Gesellschaft umsetzen, mein Wissen, wie kann ich es konkret am Arbeitsplatz realisieren, was ich mir sozusagen theoretisch angeeignet habe. Und insofern finden Sie ja auch die Möglichkeit, Praxisphasen während des Studiums zu absolvieren. Wir hoffen natürlich, dass Sie schon frühzeitig Praktikumsplätze finden und unterstützen Sie da auch. Ja, meine Empfehlung jetzt, trinken Sie mal einen Schluck Wasser. Vielleicht holen Sie sich einen, vielleicht haben Sie etwas dastehen. Ich kann sozusagen beitragen zu Ihrer, ja, zu Ihrem Studienerfolg. Die Idee, dass Sie immer wieder sich gut mit Wasser auch versorgen, jetzt nicht nur Süßgetränke oder Kaffee oder auch Tee trinken, sondern wirklich auch pures Wasser, bestenfalls heiß, aber Sie können es natürlich auch kalt trinken, weil das einfach die Konzentration maßgeblich fördert. Das ist meine Erfahrung, ich trinke den ganzen Tag über heißes Wasser. Ich kann es wirklich nur empfehlen, ein bisschen mit Ingwer durchsetzt oder auch nicht. Auf Ingwer auf jeden Fall wirkt es sehr entschlackend, reinigend und vor allem konzentrationsfördernd, entgiftend. Es ist eine gute Basis, um sein Studium gut sozusagen ja, mit wachem Geist vollziehen zu können, durchführen zu können. Und insofern vergessen Sie das Trinken nicht, wenn Sie jetzt Wasser diese Empfehlung nicht sozusagen umsetzen wollen, ist es ja auch völlig in Ordnung, dann trinken Sie etwas anderes. Aber das Trinken ist natürlich auch in diesen gerade heizungsbelüfteten Räumen oder auch sonst im Studienalltag sehr, sehr wichtig. Ja, unsere Hochschule befindet sich weitgehend im Homeoffice. Es gibt einige Verwaltungsmitarbeitende, die hier vor Ort sind. Ich bin auch manchmal vor Ort, die Hochschulleitung ist manchmal vor Ort. Es ist aber auch so, dass wir sehr viel im Homeoffice arbeiten müssen und selbst anhalten und angehalten werden, im Homeoffice tätig zu sein, genauso wie Sie. Die überwiegende Lehre findet digital statt. Wir haben für Erstsemester manchmal besondere Bedingungen. Also ich hoffe, Sie kommen in den Genuss auch von Präsenzlehrveranstaltungen. Es wird im Semester wahrscheinlich zu Schnelltests kommen. Also da gibt es, das ist gerade in der Diskussion wahrscheinlich, wenn Sie meine Rede hören, dann gibt es hier schon mehr Klarheit. Auch Impfungen sind angedacht, wenn Sie in eine Praxisstelle gehen. Also ich hoffe, dass sich da noch gute Entwicklungen ergeben werden, sodass Sie auch die Chance haben, in Präsenz zu studieren. Die gute Erfahrung ist, dass wir jetzt schon 2 Semester pandemiebedingt digital hinter uns gebracht haben. Das heißt, wir haben sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und diese Erfahrungen werden Ihnen natürlich auch in den Seminaren vermittelt. Eine sehr gute
Erfahrung ist, wenn Studierende es schaffen, sich untereinander zu vernetzen, sich mitzunehmen, trotzdem Arbeitsgruppen zu gründen. Unsere Webseite wird gerade so umgebaut, also durch unsere Hochschulkommunikation, dass Vernetzungs- und Unterstützungsangebote für Studierende gesammelt werden. In kleineren Studiengängen haben sich Patenschaften sehr gut bewährt. Wir versuchen das auch weiter auszudehnen. Patenschaften zwischen Studierenden, die schon im höheren Semester sind und Ihnen als Beginner. Wir haben einen Online-Kurs, einen Moodle-Online-Kurs. Das Moodle ist unsere Lernplattform, initiiert in der sozialen Arbeit im letzten Semester, wo auch Tipps und Tricks sozusagen rund um die Online-Lehre verbreitet worden sind. Und das wollen wir auch weiter ausrollen auf die anderen Studiengänge. Big Blue Button ist unsere, ein wesentliches Tool, Kommunikationstool, Videokonferenzprogramm, mit dem Sie arbeiten können. Das heißt, da können Studierende auch selbst Räume einrichten, sich treffen, mit denen, wo sie eben dann auch diese Vernetzungsangebote für sich selbst auch organisieren können. Unser Studienbetrieb ist immer so organisiert, dass wir 2 Blockwochen haben im Jahr. Das heißt, das sind Freiräume, wo auch mal ganztägige Seminare stattfinden können und andere vielleicht nicht präsent, also Online-Präsenz stattfinden, sondern eben versetzt stattfinden, asynchron stattfinden. Und in der ersten Blockwoche, die findet im Mai statt, wird es ein Zusatzangebot geben von Alice Gesund zum Thema Diversity-orientiertes Lernen, Gesundheit und Diversity. Wie hängt das eigentlich miteinander zusammen? Ich hoffe, Sie stoßen auf die eine oder andere Veranstaltung. Und zum Abschluss will ich einfach nochmal motivieren, trauen Sie sich, Fragen zu stellen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass für Studierende, die nicht MuttersprachlerInnen sind oder auch barrierevoller studieren, dass es da sehr hilfreich ist, wenn sie ab und zu ihre Kacheln mal anschalten. Ich weiß, manche mögen es lieber, wenn es schwarz ist, weil wenn man nicht gesehen wird, wenn der Privatraum nicht gesehen wird. Man kann ja auch Hintergründe einstellen, aber ich verstehe das schon. Viele verstehen das. Gleichwohl ist die Rückmeldung sehr deutlich von Studierenden, die es schwerer haben, in Kommunikation zu kommen, zum Beispiel, weil sie eben die deutsche Sprache erst noch lernen, dass es da sehr, sehr hilfreich ist, wenn Personen ihre Kacheln anschalten, wenn ihre Gesichter zu sehen sind und auch dann mehr Zusammenarbeitsatmosphäre und Gemeinschaft entsteht. Auch für unsere Lehrenden ist das zum Teil sehr beschwerlich, wenn sie in Blackboxen hineinsprechen. Nehmen Sie es mal mit und probieren Sie es mal aus, wie es sich anfühlt, wenn Sie Ihre Kachel anmachen, sodass Sie eben gesehen werden. Fairness untereinander ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges. Also, dass Sie einfach sich miteinander einen Umgang finden mit anderen Studierenden, denen zuhören, die vielleicht es nicht so leicht haben, sich zu artikulieren, überhaupt mal Räume lassen, dass Personen auch mal sprechen, die man bisher noch nicht gehört hat. Dass sie ein Auge darauf haben, wann und wo Personen vielleicht ausgeschlossen werden aus dem Studium, die man gar nicht mehr sieht seit Wochen oder die irgendwie anders verloren gehen, vielleicht nichts sagen die ganze Zeit, wie auch immer. Versuchen Sie, Wege zu finden, Barrieren zu senken und solidarisch zu studieren. Das wäre gemäß unseres Leitbilds, unsere Idee von Hochschulgemeinschaft. Und sie erwerben natürlich dann auch Kompetenzen für die spätere Beruflichkeit, die Berufstätigkeit, wenn sie menschenrechtsorientiert und professionell handeln, auch im Studium und sozusagen auch da einen Beitrag leisten, dass wir eine offene Hochschule sind. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Studienzeit, einen schönen Tag heute noch, viele Erlebnisse, neue Begegnungen und sehr viel Mut und Kraft und Zuversicht für Ihr Studium. Ich bin gespannt, wenn ich Sie mal treffe hier in den Fluren, was daraus geworden ist. Herzliche Grüße nach Hause.